Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 29. Juli. Und das Volk ward fröhlich, dass sie willig waren, denn sie gaben's von ganzem Herzen dem Herrn freiwillig. 1. Chronik 29, Vers 9. Hier sollten wir aufmerken. Denn da wird uns gesagt, wie man ein fröhliches und vergnügtes Herz bekommen kann. Wie man Ärger und Verdreißlichkeiten bekommen kann, das braucht uns niemand zu sagen. Aber wie man ein fröhliches und vergnügtes Herz bekommt, das möchten wir doch gern alle erfahren. Das Rezept allerdings ist verblüffend. Es heißt, opfere deinem Gott und Herrn eine kräftige Gabe, vielleicht an Geld oder an Kraft oder an Zeit oder an irgendetwas anderem. Aber opfere ihm so, dass du dir dabei einen kräftigen Stoß geben musst. Und davon soll man ein fröhliches Herz bekommen? Das erscheint uns ja lächerlich. Unser natürliches Wesen sagt uns, vom Gegenteil wird man fröhlich, wenn man nämlich selber etwas Schönes geschenkt bekommt. Aber etwas opfern und hergeben, das macht doch nur saure Herzen und Gesichter. So meinen wir, aber es stimmt nicht. In unserem Textwort wird berichtet, dass der König David in dem Volk Gottes eine große Sammlung veranstaltete, um das Material, Silber, Gold, edle Steine und Stoffe für einen Tempel Gottes zusammenzubringen. Nun fing das Volk an zu opfern. Und das Ende? Sie wurden fröhlich, dass sie willig waren. Ich weiß von einer reichen, schwermütigen Frau. Der riet ihr Pfarrer, sie solle einmal in ihren schönen Park viele arme Leute zu einem Festmahl einladen. Zuerst fand sie das unmöglich, aber am Abend bekannte sie, es war der schönste Tag meines Lebens. Herr, vergib uns unsere Selbstsucht, mit der wir uns selber unglücklich machen. Zeig uns, wo wir dir dienen und opfern können. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.